Hallo und willkommen zum KRONE Sport Talk hier aus dem KRONE TV Studio. Heute mit Paraschwimmer Andreas Ehrenhofer. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Kathi, danke. Du kommst ja quasi direkt aus Japan von Tokio. Da waren ja die Paralympics vom 24. August bis zum 5. September. Jetzt bist du wieder in Wien. Wie war es für dich? Erzähl mal. Ja, es war sehr aufregend. Wenn ich es zusammenfassen soll, sage ich immer, es war sehr geil. Ich könnte natürlich ewig lang drüber reden. Für mich war das im Prinzip schon auch ein gewisses Lebensziel, dass ich das erreiche, dass ich da dabei sein kann, dass ich es mir das selber und allen anderen beweise. Es war aufregend, sehr viel los dort, sehr viele Emotionen und ich bin sehr froh, dass ich das wirklich genießen habe dürfen dort. Du sagst, es war dein Lebenstraum, ein ganz, ganz großes Ziel von dir. Du hast dort auch einen Rekord aufgestellt, du warst im Finale mit dabei. Was war so dein Favorite Moment dort? Oh, ganz schwer zu sagen. Also im Prinzip hat das angefangen, wie wir am Flughafen ausgestiegen sind. Das war schon sehr cool. Aber wenn ich wirklich einen Moment aussuchen soll, dann, dass ich es wirklich am allerersten Bewerbstag gleich geschafft habe, mich fürs Finale zu qualifizieren, unter den besten 8 Schwimmern der Welt war und alle waren in Topform. Und wie wir da dann fürs Finale alle gemeinsam in die Halle reingefahren sind, jeder wird einzeln aufgerufen, die Halle ist riesengroß. Dann wird der eigene Name aufgerufen, Andreas Ehrenhofer für Österreich. Es kommt mir jetzt schon wieder die Gänsehaut, das ist so arg und es gibt dann so einen Energieschub. Ich versuche das immer dann aufzusaugen, diesen Moment, und das nochmal in Leistung umwandeln und dann geht es ja schon bald los und Vollgas und so schnell wie möglich die 50 Meter hinter sich bringen. Aber was fühlt man in dem Moment? Weil du sagst selber, du hast dich jahrelang vorbereitet auf die paar Sekunden oder Minuten eigentlich. Wie schaffst du das mental und vor allem, wie gehst du da mit deinen Emotionen um? Ja, das ist ein bisschen die Kunst. Also ich sage immer, man sieht halt, dass die Leute beim Schwimmtraining machen, Krafttraining machen und so. Aber für mich gehört da eben das mentale Training genauso dazu. Gerade bei den Paralympics sind die Besten der Besten. Die sind alle körperlich voll auftrainiert. Die haben alle eine perfekte oder fast perfekte Technik. Aber was auch ganz wichtig ist, dass man sie mental auch abliefern kann. Es bringt mir nichts, wenn ich da solche Muskeln habe, wenn ich dann dort nervös bin und ins Wasser springe und gar nicht mehr schwimmen kann. Ja. Und das ist eben die Kunst, dass man dann in der Sekunde, wo der Startpfiff kommt, komplett bereit ist. Und gerade bei mir auf die Kurzstrecke 50 Meter muss einfach wirklich alles passen. Wenn ein Zug schlecht ist, falsch ist, bin ich schon hinten nach und schwimme den anderen nur mehr nach. Und ja, die nächste Chance gibt es dann in 4 Jahren bei den nächsten Paralympics. Das heißt, es muss on point wirklich passen und für das muss man einfach auch mental viel trainieren. Das Paraschwimmteam von Österreich hat 6 Top-10-Ergebnisse, ein Finale eben mit dir, österreichische Rekorde. Wie zufrieden bist du gesamt mit der Leistung von deinem Team und wie ist auch so der Kontakt zwischen euch? Ich bin sehr zufrieden. Also das hätte ich, wenn es mir vorhin mal so gesagt hätte, hätte ich sofort genommen. Und gerade mit meinem Finale, das war mein persönliches großes Ziel und die 2 österreichischen Rekorde von mir, mehr kann man nicht machen fast. Und das Team ist geil. Wir haben uns das ja im Prinzip erst letztes Jahr jetzt so zusammengestellt, eine Trainer- und Betreuerumstellung gehabt. Und was wir da innerhalb von dem einen Jahr jetzt schon zusammengebracht haben, ist eigentlich sehr beeindruckend. Und das motiviert mich jetzt auch für die nächsten Paralympics, weil jetzt haben wir dann 3 Jahre Zeit. Wir können uns das wirklich gescheit planen, angehen und uns wirklich in Topform bringen für Paris. Und ja, die Teamleistung war super. Wir haben uns gegenseitig jeden Tag motiviert, unterstützt. Das waren immer alle unsere Schwimmer in der Halle. Wir haben uns gegenseitig angefeuert, weil Zuschauer waren ja keine erlaubt. Und es ist, obwohl es ein Einzelsportart ist, wirklich schön, dass man da auch Teil von so einem Team ist dann eigentlich. Team Österreich hat gesamt geholt, 1-mal Gold, 5-mal Silber, 3-mal Bronze, also 9-mal Edelmetall für Österreich. Viele bekannte Namen mit dabei, Andreas Onea eben auch vom Schwimmteam oder auch ein Thomas Geierspichler. Gab es da irgendwie eine Person, die dich vielleicht besonders inspiriert hat oder besonders mitgezogen hat bei diesem Event? Im Prinzip das ganze Team Österreich. Also wir waren ja 24 Sportler. Ich habe mich mit jedem Einzelnen ausgetauscht dort und wir haben uns wirklich jeden Tag gegenseitig motiviert. Man hat sich natürlich nicht immer gesehen, die einen am Wettkampf gehabt, die anderen am Training. Vielleicht gerade mal beim Essen, dass man sich über den Weg läuft. Aber das war einfach so ein geiles Team, was wir dort waren als Österreicher. Wir haben uns alle gegenseitig motiviert. Und ich glaube, die Medaillenausbeute zeigt das auch, dass wir da einen super Zusammenhalt haben. Gibt es da auch innerhalb vom österreichischen Schwimmteam vielleicht auch ein bisschen Konkurrenzgedanke mal? Oder habt ihr da einfach immer nur Fokus, die eigene Performance dann im Kopf? Ja, im Training haben wir natürlich Konkurrenzgedanken. Wir wollen ja das auch simulieren mit Wettkampfsituationen. Außerhalb vom Training Gott sei Dank nicht. Also wir sind wirklich beste Freunde. Gerade mein Kollege Andreas Onea und ich, auch beim Heeressport, wir sind im Prinzip wirklich den ganzen Tag gemeinsam vom Frühstück weg, Trainings, Mittagsruhe, Nachmittagstraining, Abendessen. Und das Glück ist, dass wir in unterschiedlichen Behinderungskategorien starten. Das ist ja bei uns eingeteilt im Schwimmen. Und dadurch sind wir sowohl in Österreich als auch international keine direkten Konkurrenten, stehen uns da nicht im Weg.
Und das macht es geil, weil wir uns dadurch wirklich pushen können. Und es hilft uns auch, wenn der andere gute Leistungen bringt, weil wir dadurch beweisen können, was wir Schwimmer drauf haben. Also da entstehen auch Freundschaften. Gibt es auch international Kollegen, die du jetzt dort getroffen hast, wo du sagst, hey, cool, dem schreibe ich später nochmal auf Instagram? Ja, beim Schwimmen kenne ich im Prinzip schon alle, zumindest die Top 10 in der Weltrangliste. Habe ich ja doch schon öfter getroffen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Sind auch wirklich sehr, sehr liebe Typen dabei und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie treffe und plaudere dann viel und lange mit ihnen. Was neu war, waren durchaus auch eben andere Sportarten, dass jetzt nicht nur die Schwimmer dort waren. Und das war schon interessant, sich da auch mit anderen Sportarten mal auszutauschen, wie die so trainieren, was die so machen. Und ja, Freundschaften entstehen und das ist auch richtig schön bei so großen Events. Du hast vorher gesagt, du wirst in Gruppen eingeteilt, du selber startest ja auch im Wasser beispielsweise. Findest du, ist das immer fair, diese Einteilung, oder wie läuft das ab vor allem? Ja, das ist ein sehr, sehr heikles Thema bei uns mit dieser Einteilung. Beim Schwimmen zum Beispiel, wir haben ja 10 Gruppen für Körperbehinderte, wo jeder aufgrund seiner Stärke dann eingeteilt ist und ungefähr gegen gleich Starke schwimmen soll. Das heißt, ich habe nicht nur Rollstuhlfahrer als Gegner, sondern manche Personen, die zum Beispiel gehen können. Wenn man das sieht, dass der nicht mehr geht, fragt sich dann jeder, wie kann das sein, dass ihr gegeneinander schwimmt. 100% fair kann es nicht sein, weil einfach auch keine Behinderung gleich ist. Von dem ist das unmöglich. Das ist jetzt einfach ein Versuch, wie man das halt vergleichsmäßig machen kann. Manche haben sicher einen Vorteil durch das System, manche einen Nachteil. Mir bringt es nicht viel, wenn ich darin raunze. Ich fühle mich auch gut aufgehoben. Ich bin ungefähr gleich mit meinen Gegnern. Und ich kann eh nur schauen, dass ich mich so gut wie möglich vorbereite, das Training perfektioniere und dort dann meine beste Leistung abrufe. Und dann in zweiter Instanz muss ich erst schauen, was die Gegner abgeliefert haben. Paralympics 2020 jetzt in Tokio hätten eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie wurde das Ganze verschoben. Wie hat da jetzt die Vorbereitungszeit ausgesehen und vor allem, wird das euch beeinflusst? Gerade im Thema Vorbereitung, Training, plötzlich heißt ein Jahr später. Ja, es war gerade für mich persönlich ganz arg. Das Schlimmste für mich war, weil auch mein Trainer seine Karriere beendet hat, wie die Pandemie begonnen hat. Und ich bin dann nicht nur da gestanden mit der Verschiebung von den Paralympics, sondern dass ich auf einmal noch ein Jahr vor den Paralympics keinen Trainer mehr habe. Ich war dann schon kurz vor dem Zusammenbruch und habe gedacht, wie soll ich jetzt innerhalb von einem Jahr einen neuen Trainer finden? Das muss ich ja auch einspielen alles. Man muss herausfinden, wo die Grenzen sind, wie man mit gemeinsam zurechtkommt. Ja, ich habe dann aber im Endeffekt wirklich riesen Glück gehabt mit dem Team, was wir jetzt aufgestellt haben. Eben auch mit dem Andreas Onea, mit meinem Cousin, der uns als Sportphysio begleitet. Und ich habe in den letzten Jahren so geile Fortschritte gemacht, das ist richtig cool. Und das ist jetzt eben auch die Motivation, wenn wir jetzt da nicht auf Zeitdruck innerhalb von einem Jahr das alles irgendwie reinquetschen müssen, sondern jetzt 3 Jahre für die nächsten Spiele Zeit haben, bin ich davon überzeugt, dass ich noch einmal einen gigantischen Sprung machen werde. Und in Paris bin ich ganz, ganz heiß drauf, dass ich dann ein Medaillenkandidat sein werde. Du wirkst immer so positiv, so stark, auch jetzt, wie du sagst, okay, du hast das jetzt einfach so hingenommen und hast dich dann fokussiert auf Paralympics, obwohl dein Trainer aufgehört hat. Wie hast du dich in dem Moment da wieder rausgeholt aus dieser Situation und gesagt, okay, ich will unbedingt nach Tokio, das muss klappen? Ja, das ist wirklich, wie du sagst, es muss irgendwie klappen, weil es war mein großes Ziel. Ich habe eben, wie schon angekündigt, die Unterstützung von meinem Cousin gehabt. Der war früher auch Leistungsschwimmer und der hat mich dann sofort unterstützt und hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, bis ich einen neuen Trainer finde. Nimmt er sich die Zeit, kommt zu meinen Trainings, damit die Technik, die Schwimmer auch unter Kontrolle bleibt und sich da keine Fehler einschleichen. Das war eine riesen Unterstützung. Und in zweiter Seite daneben von Andreas Onea. Ich habe mich dann mit ihm zusammengeschlossen. Wir haben diese Trainingspartnerschaft begonnen. Wir haben jetzt den gleichen Trainer, trainieren gemeinsam. Und ja, das hat dann zum Glück wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert. Reden wir noch kurz ein bisschen über das Thema Corona-Pandemie. Wie hat das Leben dort in eurer Bubble ausgesehen? Wie kann man sich das vorstellen? Auch vom Training oder auch so ein bisschen die Freizeit, die man dort vielleicht auch hat? Ja, es war weniger schlimm als gedacht. Also wir waren jetzt nicht komplett in unserem Zimmer eingesperrt den ganzen Tag. Im Prinzip in diesem olympischen Dorf, was man dort hat, hat man sich eigentlich frei bewegen können. Wir haben jeden Tag einen Corona-Test machen müssen, aber das nimmt man in Kauf, wenn dafür die Spiele stattfinden können. Ansonsten waren schon sehr viele Kontrollen auch, vor allem wenn man eben auch zwischen dem Olympischen Dorf und den Trainingsstätten hin und her gereist ist. Das war schon sehr genau alles. Was halt schade war, dass erstens keine Zuschauer dabei sein haben können und zweitens, dass nicht einmal wir Sportler zu anderen Sportstätten fahren haben dürfen. Also ich habe zum Beispiel nicht ins Leichtathletikstadion fahren dürfen und dort dem Zuschauen und anfeuern können von unserem Team. Und bei mir wäre es eh nicht ausgegangen, weil ich sehr viele Bewerber gehabt habe und jeden Tag im Einsatz war. Aber in der Theorie wäre das auch cool gewesen, wenn man da vielleicht einmal andere Leute herkommen können und anfeuern. Aber aus sportlicher Sicht, wenn das die Bedingungen waren, dass die Spiele stattfinden, ist es uns eigentlich alles recht gewesen. Hauptsache, das findet irgendwie statt und es ist sicher und dass alle gesund sind. Und das war Gott sei Dank so und es hat alles sehr gut funktioniert. Man hört ja immer so vom Olympischen Dorf oder vom Paralympischen Dorf so ein bisschen ein paar Storys, sage ich jetzt mal. Geht es dort wirklich so zu, wie man immer hört?
Kannst du was verraten, weil du grinst gerade so ein bisschen? Ja, ich weiß nicht, was man hört. Also Orge-Stories, es sind sicher Orge-Stories, die da passieren. Ich meine, es sind die besten Sportler bzw. Parasportler der Welt auf einem Haufen. Ich kann von mir selber reden, dass ich auch jede Menge Blödsinn im Schädel habe. Und fahr wird man nie. Mhm. Aber ja, es liegt dort komplett der Fokus am Sport. Also das merkt man auch. Es ist schon eine gewisse Grundanspannung wirklich in diesem olympischen Dorf da. Jeder möchte, wenn es soweit ist, dann seine Bestleistung abliefern können. Aber es macht einfach Spaß, wenn man dann auch einmal mit anderen Leuten irgendwo herumfahren kann im olympischen Dorf, mit denen tratscht, sich die Sachen da anschaut. Das bisschen, was wir da gesehen haben aus Tokio. Und das ist einfach wirklich eine Gaude mit den anderen Sportlern, das auf jeden Fall. Was war die lustigste Situation, an die du jetzt noch zurückdenkst? Ja, lustigste Situation ist schwer, weil einfach schon wirklich diese Anspannung da war und eigentlich immer der Fokus. Ja, wir haben schon ein paar lustige Situationen gehabt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles so da erwähnen soll. Muss es nicht verraten, wenn du nicht willst, also wenn es lieber geheim bleibt. Ja, die Leute, die es zuschauen, wissen es jetzt eh. Was auf jeden Fall sehr lustig war, war auch das Interview von Andreas und mir im Austria-Haus. Wir wurden dann ein zweites Mal eingeladen zu einem Quiz. Und ich habe sehr viel Response bekommen, dass es eigentlich mehr Kabarett als Quiz war. Und das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ist das was dir auch taugt, so ein bisschen dieser Medienrummel mit Kameras und Interviews? Hat sich ja doch was getan in den letzten Jahren bei dir? Ja, es hat sich extrem viel getan. Also dieser Sprung von österreichischen Meisterschaften jetzt auf einmal zu Paralympics war gigantisch. Und der Medienaufmerksamkeit ist natürlich auch eine ganz andere. Es war für mich am Anfang sehr ungewohnt, wenn auf einmal dauernd das Handy läutet, ob ich da hinkommen kann und ob ich da ein Interview machen kann. Aber mittlerweile taugt es mir extrem. Also ich finde das sehr cool, dass da so eine Medienaufmerksamkeit dahinter ist, dass die Leute das auch interessiert, was ich mache. Und ich versuche dann auch auf meinen Social-Media-Kanälen diese Emotionen, die ich erleben darf, jetzt zum Beispiel bei Paralympics, dass ich das auch weitergebe an die Leute, die mir folgen, dass sie das vielleicht auch so ein bisschen spüren können, was da eigentlich losgeht und was im Körper vorgeht, wenn man auf einmal bei Paralympics an den Start geht. Du machst immer extrem viele Stories auf Instagram, zeigst also deinen Alltag, aber du redest auch ganz offen über deinen Unfall 2014. Magst du mal erzählen, was genau ist an diesem Tag passiert? Ja, es war im Sommer 2014, hatte ich einen Badeunfall, einen Köpfler ins Wasser. Das Ganze ist nicht ganz so, wie man sich es vorstellt. Also ich bin nicht am Boden aufgekommen, sondern ich habe es geschafft, wirklich aus einem Meter Höhe mit der Wasseroberflächenspannung allein mir drei Halswirbeln zu brechen und konnte dann von einer Sekunde auf die nächste nichts mehr bewegen und nichts mehr spüren. Ich habe dann ein Riesenglück gehabt, dass meine Cousins dabei waren und die sehr schnell reagiert haben. Die haben mich dann dort wirklich aus dem Wasser gefischt, muss man fast sagen. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was passiert ist. Also ich habe keinen Schmerz gehabt und nichts. Das war für mich ein Köpfler wie jeder andere. Das Einzige, was ein bisschen unangenehm war, wenn man das so sagen kann, war, dass ich halt die Wasseroberfläche über mir schimmern gesehen habe. Und ich bin einfach nicht nach oben gekommen, weil ich halt nicht gewusst habe, dass ich nichts bewege. Und als die Luft dann halt auch knapp geworden ist, war es dann schon ein bisschen ungut. Und ja, richtig realisiert habe ich es erst, wie mich die dann rausgezogen haben. Und mein Cousin ist dann neben mir gekniet, hat mir auf die Beine und auf die Arme geklopft. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gespürt. Und dann habe ich schon gesagt, irgendwas stimmt nicht, wir müssen die Rettung rufen. Und dann bin ich gleich notoperiert worden. Also Wirbelbruch durch Wasseroberflächenspannung, wie oft kommt sowas vor? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja, ich habe es noch nicht gehört, dass wenn einem anderen so passiert ist. Es wird es sicher geben, vielleicht in ähnlichen Umständen. Das Wasser hat einfach eine enorme Kraft. Ja, es ist extremes Pech. Im Krankenhaus haben sie dann zu mir auch gesagt, ich hätte Lotto spielen sollen anstatt schwimmen, von der Wahrscheinlichkeit her, dass das passiert. Das wäre mir ein Lotto 6 auch lieber gewesen als das, wenn ich es mir aussuchen kann. Aber man kann es sich halt nicht aussuchen. Ja. Und viele Leute sagen auch zu mir, was das für ein Riesenpech ist, dass ich einen Köpfler aus einer Meter Höhe mache und mit der Wasseroberflächenspannung drei Halswirbel breche. Kann man sich argumentieren. Ich behaupte dann immer, was ich für ein Glück habe, dass meine Cousins dabei waren und schnell reagiert haben, dass ich überlebt habe, im Kopf keine Schäden davon dran habe. Weil wenn ich da allein gewesen wäre, würde ich jetzt nicht da sein, sonst hätte ich sicher nicht überlebt. Deine Cousins haben dir das Leben gerettet an diesem Tag. Wie ging dann dein Weg weiter? Du warst ein Teenager, wie hat das ausgesehen, der Weg der Reha zum Beispiel? Ja, es war gar nicht so leicht. Ich war dann ein halbes Jahr auf Reha eben. Das hat mir sehr viel geholfen. Dann war ich am Weißen Hof, habe wirklich von früh bis spät unter sehr guten Bedingungen trainieren können. Habe sehr viel Unterstützung von Freunden, Familie und auch von der Feuerwehr, bei der ich auch bin, bekommen, damit ich da wirklich Gas gebe und meinen Körper trainiere. Man sieht jetzt, dass ich sehr viele Funktionen zum Glück zurückerlangt habe durch das harte Training. Zumindest die Arme kann ich fast vollständig wieder einsetzen. Ja, was halt das Problem war, ich war damals gerade in der HTL, das war die vierte Klasse HTL. Ich war ein halbes Jahr auf Reha, ich habe ein halbes Jahr Schule verpasst.
wollte aber unbedingt meine Freunde behalten und mit meinen Freunden maturieren und so. Und deswegen wollte ich das Schuljahr nicht auslassen. Bin im Semester dann wieder in die Schule eingestiegen, was richtig schwer war, weil ich habe keine Ahnung gehabt, was die da gerade erzählen. Ich habe die Sachen nachmachen müssen, habe es gleichzeitig mitmachen müssen, nachlernen. Also das war richtig schwer. Würde ich auch niemandem mehr empfehlen. Das ist eine Schule, ist in Wirklichkeit komplett egal und man soll sich zuerst auf seinen Körper konzentrieren. Aber ja, ich war halt auch auf der Hinsicht schon sehr ehrgeizig, wollte das unbedingt machen. Habe es dann zum Glück auch geschafft, war dann immer abwechselnd in der Schule und wenn Ferien waren, war ich auf Rehabilitation am Weißenhof. Habe da wirklich bis zur Matura eigentlich fast keine Freizeit gehabt. Aber im Endeffekt zum Glück alles geschafft und nach der Matura habe ich dann eben auch zum Schwimmen gefunden. Also du bist mental sehr stark. Wie machst du das immer? Also wie gehst du mental damit um und hast sowas Positives aus der Geschichte gemacht? Ja, das habe ich, glaube ich, auch sehr durch meinen Unfall gelernt, weil da, wenn man so drüber nachdenkt, hätte mein Leben in dem Moment aus sein können und alles wäre quasi egal gewesen, wenn das Leben vorbei ist. Und das hat mir halt gezeigt, dass man eigentlich das Leben wirklich genießen muss, weil man weiß nicht, wann es aus ist. Es geht schneller, als man glaubt, so blöd es klingt. Und eine Geschichte, die ich extrem gerne immer erzähle, weil ich es wirklich selber so erlebt habe, war früher, wenn ich auf der Couch gelegen bin und die Fernbedienung war halt am anderen Ende und ich habe aufstehen müssen, dass ich die Fernbedienung hole, war ich schon extrem grantig, obwohl es damals noch vor meinem Unfall war und das wäre kein Problem gewesen. Und dann ist mir schon ein bisschen besser gegangen nach meinem Unfall und ich war halt wieder mal zu Hause. War wieder die gleiche Situation, ich liege zu Hause auf der Couch, die Fernbedienung am anderen Ende und ich habe es geschafft, dass ich halt selber die Fernbedienung hole, auch wenn es lange gedauert hat, habe ich mich irgendwie da drüber gerollt, habe es selber geschafft, sie zu holen und habe mich extrem drüber gefreut. Also dieselbe Situation hat mich einmal komplett geärgert, ein anderes Mal war es extreme Glücksgefühle und das hat mir halt gezeigt, dass eigentlich die Situation an sich nicht immer unbedingt schlimm sein muss, sondern es kommt darauf an, wie man es halt sieht und wie man an die Sache herangeht und was man für ein Mindset hat. Und das hat mich eben dann dazu bewogen, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich habe auch das Glück, dass meine Mutter Sportpsychologin ist und ich von der Seite bestens mental betreut bin. Und ja, das versuche ich auch an die Leute weiterzugeben, dass man dann mit ganz kleinen mentalen Tricks eigentlich das Leben viel mehr genießen kann. Und es ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was man auch im Berufsleben, Alltag, was auch immer, sehr, sehr gut nutzen kann. Und deswegen hast du auch so viele Follower im Netz, die dich da verfolgen, die deine Stories auch schauen. Was ist so, wie würdest du sagen, das Wichtigste, was du jemandem mitgeben möchtest? Wenn er sagt, boah, heute habe ich so einen schlechten Tag, ich bin so down, was würdest du der Person raten? Ja, auf jeden Fall, dass man sich vielleicht nicht immer über Kleinigkeiten ärgern muss. Wenn ich dich jetzt frage, wann du dich das letzte Mal geärgert hast, wird dir wahrscheinlich irgendein Blödsinn einfallen. Wenn ich dich frage, wann hast du dich das letzte Mal über eine Kleinigkeit gefreut, wird dir nur irgendwas Größeres einfallen. Also man nimmt immer alles als selbstverständlich her, obwohl ein Leben eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und wir Menschen sind einfach so, da kann man auch niemandem böse sein, wir wollen einfach immer mehr. Also das, was man hat, ist selbstverständlich und geht mir davon aus, dass man das jeden Tag hat. Und das, was man nicht hat, will man haben. Sei es jetzt bei dem einen ein großes Auto, sei es bei mir, dass ich gehen kann. Also das können die blödesten Sachen jetzt sein. Aber ja, da auf jeden Fall nicht von den Kleinigkeiten ärgern lassen. Und ein ganz leichter Trick, den ich gerne immer wieder sage, ist, dass man dann auch mal reflektiert, was hat man vielleicht Schönes erlebt. Ein Beispiel, dass man vorm Schlafengehen nochmal drüber nachdenkt, was war heute vielleicht was Gutes oder was Schönes. Erinnere ich mich nochmal vorm Schlafengehen an den Moment und vielleicht kann ich dann noch besser und gut einschlafen. Sehr gute Tipps, die du uns da gibst. Deswegen alle auf Instagram Andreas Ehrenhofer folgen, weil deine Motivationsvideos geben halt einfach Kraft. Sie motivieren die Menschen, sie inspirieren einen. Und schauen wir noch kurz zu einem Art Ausblick. Was denkst du, wie geht es jetzt bei dir weiter? Was sind deine großen Ziele? Du bist ja auch Heeressportler mittlerweile. Was steht da noch an bei dir? Ja, durch den Heeressport habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich den Sport jetzt wirklich Vollzeit ausübe. Mein Studium steht deutlich hinten an, aber das möchte ich jetzt nutzen. Den Sport kann ich nur ausüben, solange ich jung bin und danach dann Karriere machen wieder. Jetzt habe ich zum Glück mal ein paar Wochen frei bekommen von meinem Trainer, damit ich ein bisschen Abstand vom Wasser erhalte. Und im Oktober geht dann bei uns die nächste Saison wieder los. Wir haben dann noch Ende dieses Jahres unsere Staatsmeisterschaft, auf die freue ich mich schon. Und das große nächste Event ist dann nächstes Jahr die Weltmeisterschaft. Die findet in Madeira statt. Das Schwimmbad kenne ich schon, da habe ich dieses Jahr die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft geholt. Also ich bin sehr gern dort, freue mich schon, hoffe, dass ich das bei der Weltmeisterschaft auch wiederholen kann. Und ja, das ganz große nächste Ziel sind natürlich wieder die Paralympics. 2024 in Paris möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Und ich bin davon überzeugt, dass ich jetzt jedes Jahr bis dahin noch schneller werden werde und dort dann im besten Fall eine Medaille hole. Und was denkst du zur Entwicklung im Parasport? Wie wird es da weitergehen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht noch verbessert wird? Ja, es ändert sich sehr viel eigentlich. Es ist jetzt auch eben von diesem angesprochenen Klassifizierungssystem eine Reform angekündigt. Da bin ich schon sehr gespannt, was sich da tun wird.
Ansonsten freue ich mich, dass auch in Österreich der Parasport jetzt eigentlich immer größer wird. Gerade wie ich jetzt in Tokio war, bei den Paralympics, habe ich extrem viele Nachrichten von zu Hause bekommen aus Österreich. Und das hat mich extrem motiviert. Und mir haben auch viele Leute geschrieben, sie haben das gar nicht gewusst, wer ich bin, was ich mache. Und sie finden das richtig geil. Sie unterstützen mich da komplett. Und sie finden das so cool, dass ich diese Emotionen auch so rüberbringe und vermittle. Und das finde ich dann auch wieder geil. Das heißt, es kommt wirklich an, was ich mache. Und die Leute mögen das. Und das ist einfach cool, wenn das wirklich so funktioniert. Ich liebe meinen Sport. Ich bin gut darin offensichtlich, wenn es funktioniert. Und wenn ich dann diese Emotionen, die ich erleben darf, auch noch an andere weitergeben kann und damit Glücksgefühle erzeuge, dann ist das für mich perfekt und wirklich mein Traumjob. Dann sage ich dir alles Gute für deine Zukunft, weiterhin viel Erfolg und du wirst deinen Weg gehen. Danke, Katte. Andreas Ehrenhofer da im Talk auf Krone TV. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.